Hey, du musst nach Coney Island. Herzlich willkommen zurück, Freunde. Mysterio wurde doch gerade entlassen. Wir gehen jetzt mit Miles nach Coney Island. Ist der das nächste Ziel der Jäger? Was sehen wir da hier? Sein? Und rate mal, wer heute noch da ist. Ein Tipp. Du stehst seit über einem Jahr auf sie. Komm schon, Bro. Bro, mich nicht was. An, Bro. Du und Haley seid füreinander gemacht. Du musst sie fragen. Das ist ein Naturgesetz. Ich muss mich erst umziehen. Hey, rein da. Dann schaue ich mich im Park um. Inkognito. Oh, sieht aber geil aus. Ich sehe keine Bösewichte. Oh, sehen wir uns das genauer an? Es wird etwas. Oh. Hallo, ich bin Quentin Beck, Meister-Illusionist. Und das sind Betsy, meine Geschäftspartnerin, und Cole, meine technische Beraterin. Und das ist die nächste Generation des Entertainments. Niemals, Mann. Was ist das denn? Ausgezeichnet. Cole? Ein mutiger junger Mann, bereit, die Zukunft selbst und hautnah zu erleben. Gibt es da draußen noch jemanden mit Mut im Herzen? Nur zu, kommen Sie und erleben Sie die Zukunft! Jetzt bin ich mal gespannt. Da vorne ist ein Kiosk. Geh einfach weiter. Wenn es dir gefallen hat, empfiehl uns gerne weiter und besuche eines der vielen anderen Mysterien, die es jetzt in der Stadt gibt. Eintritt bald nicht mehr frei. Danke, Betsy. Macht er bestimmt. Starten wir mit der Personalisierung. Mhm. Während du diese Bilder ansiehst, möchte ich, dass du an deine Zukunft denkst. Deine Hoffnungen und Träume. Ah, ja. Ich bekomme gute Daten. Und das war's. Krass. Alter, was ist das denn? Die Show. Keine Sorge, ich kann alles mithören und sehen. Sag einfach Bescheid, wenn du dich unwohl fühlen solltest. Und jetzt lebe deinen Traum. Was ist denn hier los? So. Oh, nice. Geil, bin ich auch noch DJ. Gut, ich bin drin. DJ Miles. Das ist gut, yeah! Jo. Jetzt geht's los! Okay, jetzt wird angeheizt. Ja, das ist geil, Alter, wirklich. Natürlich alles verkacken. Jetzt drehen wir auf! Ich kann euch nicht hören! Was hören? So, kommen jetzt alle. Boom! Yeah, baby! Und das bringen wir jetzt gleich nochmal! Oh, jetzt geht's richtig ab! Drehen auf!
super. Martin Lee. Lee? Wow, wie hab ich das gemacht? Wo ist die hin? War das überhaupt echt? Erst kämpfen, dann analysieren. Offensichtlich! Tut mir leid, wir sehen dich nicht. Willst du beschreiben, was passiert? Ich hab den Club gerockt. Dann kamen ein paar Fieslinge. Und jetzt wollen die mich rocken. Oh je. Ich hoffe, dir ist nichts passiert. Ich komm schon klar. Aber können sie nicht den Stecker ziehen oder so? Es ist nicht so einfach. Aber wir versuchen's. Okay, der ist weg. Will ich mir das alles ein? Beck hat von der Zukunft geredet, als er meine Illusion erstellt hat. Hab ich etwa daran gedacht? Noch klar? Gerade so! Halt durch! Nicht mehr lang! Diese neuen Kräfte! Beck sagt er, das ist mein persönlicher wahr gewordener Traum. Wohl eher Albtraum! Mann, hab ich ja getroffen. Wenn du den Song beendest, kommst du gleich zu einem. Ach, jetzt soll ich einfach weitermachen. So, ich dachte, ich bist jetzt schön. Da! Du solltest einen Ausgang sehen! Okay, Zeit zu gehen. Was ist hier los? Bist du okay? Ja. Es tut mir wirklich leid. Wir tun alles, um zu klären, was passiert ist. Aber bis dahin. Na klasse, hab ich ja wieder geschlossen. Miles! Also, was ist hier los? Oh. Die Zukunft des Entertainments hat noch ein paar Schwächen. Hi, Pete. Cooles Shirt. Coole Schuhe. Echt coole Schuhe. Cooles Outfit. Echt. Hey, Miles. Genki? Leute, das ist mein bester Freund Harry. Er ist gerade aus Übersee zurück und gründet eine neue Forschungsstiftung. Du meinst, wir gründen gerade eine neue Forschungsstiftung? Hey, freut mich echt. Neuer Job, was? Bleibt da noch Zeit für Nachhilfe? Kriegen wir hin. Wollen wir? Ganz ehrlich. Das Ding vorhin hat mich echt mitgenommen. Hauen wir ab? Okay. Hat mich gefreut, Harry. Ja, gleichfalls. Okay,
Geht's dir gut? Ja. Also, ich melde mich später. Hey, wir sollten nach Miles sehen, ob's ihm gut geht. Ja, mach ich. Okay. Die scheinen nett zu sein. Schade, dass sie die beste Nacht unseres Lebens verpassen, ha? Sehen, was jetzt mit Peter ansteht. Okay, das ist der Plan. Dieser Abend ist das Album mit den größten Hits unserer Kindheit. Und die drei Top-Singles sind unsere Lieblingsattraktionen. Okay, legen wir los. Kommen Sie näher. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt. Viel Glück. Wirst es brauchen. Nee, Pete, du schaffst das. Okay, Spieler. Finger an Abzug. Los geht's. Augen aufs Ziel. Jetzt in der Mitte rumspritzen, oder? Und das so. Great Coney Island Open kehrt nach 3 Jahren zurück. So sagen, und unsere Teilnehmer scheinen in Topform und gut gelaunt zu sein. Harry, was machst du da? Dich ablenken. Das funktioniert nur nicht. Das ist gemein. Los, Pete! Du bist für ihn? Ich mag halt keine Schummler. Das tat weh! Ich hab gezogen. Und unser ewiger Champion behält seine Krone! Moment! Was ist mit ihrem Preis? Oh, ist okay. Danke. Eine Krone wäre doch was. Jo, Rummel. Als nächstes in den Top 3. MJ Watson und der Speed Demon. Hey, eine Sekunde. Wie hast du mich nur dazu überredet? Ah, sei ruhig und rieche das Popcorn. Wie kannst du jetzt über Essen nachdenken? Du kennst mich und meine Talente. Klar. Jubel. Richtiger Frank Gabri. Oh, damit hätten wir die Schwindelfahrt erledigt. Hab ganz vergessen, wie cool das ist. Als nächstes in den Top 3, MJ Watson und der Speed Demon. Sie möchten bestimmt ein paar Körbe werfen. Swish, swish, bish. Ich wusste nicht, dass du Basketball so magst, Harry. Mit all der Energie, die ich jetzt habe, mag ich alles. Oh, da ist er. Die sie mal ein paar Körbe schmeißen, ja. Jawoll, auf geht's! Noch ein Stempel für unser Ticket. Haben wir es zu? Vorsicht. Das Spiel ruft geradezu nach uns. Werfen Sie einfach alle mit dem Ballon. Ein Kinderspiel. Mal sehen, ob Pyramiden wirklich so stabil sind, wie man sagt. Ich weiß noch, wie jemand 20 Mäuse bei Knock 'em Down verballert hat. Ja, ja. Das sollte doch gar nicht möglich sein. Fuddelsäcke. Und noch einen geholt. Möchtest du unsere Liebe testen? Ja, möchte ich. Komm mal her jetzt. Okay, ihr lasst euch zu Seelenverwandten erklären. Ich flieg solo. Vielleicht sende ich ja Casanova-Vibes aus. Viel Glück. Seelenverwandte, ha? Huh? Nur kein Druck. Was weiß dieses Ding über uns? Vielleicht, dass du bei mir einziehen solltest? Oder vielleicht, dass alles noch zu unklar ist, um drüber nachzudenken? Ja, yeah, vielleicht. Echt jetzt? Wow, das kann nicht sein. Was liest dieses Ding denn? Die Körpertemperatur? Oder den pH-Wert der Haut? So raffiniert ist das bestimmt nicht. Hier, das als nächstes. Jemand Lust auf Go-Kart? Mit dir am Steuer? Nein, danke. Ey, da hab ich aber übelst Bock drauf. Kommt schon, ihr Turteltäubchen. Es wartet noch viel Park auf uns.
Na, na klasse. Keine Angst, ich helfe dir. Thompson, macht er das jetzt Kartbahn? Ist das Tombstone? Was macht er denn hier? Er ist wohl ein Mechaniker. Und hilft den Leuten. Danke fürs Rausziehen, Mann. Das hätte übel werden können. Vielleicht doch lieber die Achterbahn. Ach, schade. Tombstone? Mysterio? Dieser Park zieht reformierte Superschurken förmlich an. Ja. Na los, wir haben die Nostalgie noch nicht komplett ausgeschöpft. Rechts vorbei. Los, setzen wir uns mit dem Ding hier. Nach dir. Ein wahrer Gentleman. Alles okay? Ich bin echt nervös. Keine Angst. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Person, der Harry seinen Preis gegeben hat, jetzt neben ihn setzt? Das wäre echt ein süßes erstes Treffen. Sollen wir es ihr sagen? Ihr was sagen? Was flüstert ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ich sage MJ nur, dass sie die Arme bei der Fahrt nicht rausstrecken soll. Hier passiert jetzt bestimmt irgendwas. Was ist denn hier los? Na, bitte in Action hier. Komm, jubel! Hier passiert wird. Das war episch! Ja, oder? Das hat wirklich gut getan. So, furchtloser Anführer, was jetzt? Und zum krönenden Abschluss. Muscle up. Oh, du sagst es, Baby. Ich habe nie die Glocke getroffen. Aber der Traum treibt mich weiter an. Ach, es hat so ein Ding zum drauf. Aber diesmal klappt's. Wir brauchen mehr Sicherheit. Was sagt dein heimlicher Verehrer? Wer, Jonah? Nichts. Nicht ein Wort über meinen Artikel. Nicht zu fassen, dass er dein Boss ist. Suchen wir einfach was zum Draufschlagen. Tut mir leid. Oh, das Spooktacular ist zu? Oh. Ja, dann mal sehen, was wir können. Willkommen! Wer will zuerst? Pete, komm schon! Was war da denn? Klar. Komm schon, Mann! Geht doch. Klasse! Mach langsam und fühle nicht weh. Das Einzige, was leiden wird, ist dein Parker-Stolz. Jungs, Jungs, ihr seid beide hübsch. Alter.
sorry. Was war das denn? Okay. Das war wohl wirklich mein Jahr. Harry, das war... Vielleicht einfach das Ding kaputt. Ja, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay, wie wär's jetzt mit was entspannter? Der Andrang beim Riesenrad ist nicht mehr so groß. Wo ist er denn? Was ist das hier? Na komm, wir nehmen mal alles mit. War klar. Echt jetzt? Aber das kann ich ja gar nicht. Willst du dir das echt ansehen? Endlich! Hauen wir auf ein paar Hydras. Okay, ihr kleinen Hydras, kommt raus! Kommt raus! Mann, du bist echt gruselig. Erwischt! Was? Es sind keine Schweine. Ich kann nicht einfach drohen, ihr Haus umzupusten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, keine dummen Sprüche zu machen? Hab ich nicht. Danke der Nachfrage. Ja! Nimm das, dumme Hydra! Hey, MJ! Alles gut? Super, danke! Los, MJ, zeig den Hydras, wer hier richtige Daumen hat! Ihr haut auf dem Ding rum, ey. Wen hast du dir auf den Maulwürfen vorgestellt? Sag schon. Klassische Übertragung. Es war Jonas Gesicht, stimmt's? Zwei noch. So. Ich glaube, hier hinsetzen brauche ich mich jetzt nicht. Was für ein Abend. Perfektes Wetter, der Geruch von Hotdogs. Na, lauf doch. Lachende Menschen. Oben sind sogar ein paar Sterne zu sehen. Ist das nicht ein Flugzeug? Ja, es ist schön. Und wo du sagst, wir sollten öfter rausgehen. Hey, jetzt wo ich zurück bin, kann es wieder so sein wie früher. Hey, eine Sekunde. Hey, Pete, das ist der beste Abend meines Lebens. Hey, Harry, finde ich auch. Ich will meinen Geburtstag hier feiern. Hätte nicht gedacht, dass ich den noch erlebe. Du wirst noch viele erleben. Das war super! Was? Hat aber auch gereicht. Eine noch, dann ist der Preis unser. Wie war das? Hey, jetzt wo ich zurück bin, kann es wieder so sein wie früher. Wir machen die Stadt unsicher, hauen auf den Dingens, ihr wisst schon. Putz. Sorry. Ich bin etwas durcheinander. Aber mit den Sternen habe ich recht. Ich schließe aber eine zusätzliche Versicherung. Ist alles okay? Ja, ich wollte nur ein bisschen chillen. Ist mir zu süß. So eine war ich seit meiner Kindheit nicht mehr. Wie fühlt sich das an? Seltsam hoch. Oder meinst du, so attraktiv zu sein? So charmant. Peter zu sein. Peter zu sein ist cool. Ich finde, sowas sollten wir öfter machen. Ja, das sagen wir immer, aber versprechen wir es uns diesmal hoch und heilig. Nur nicht zu hoch. Aha! Jetzt. In Ordnung. Versprechen verschoben. Na, und direkt wieder ab.